die Schnittmenge der Geraden y gleich k mal x und der Parabel y gleich x minus 1 im Quadrat ist nicht leer, dann und genau dann, wenn eine dieser fünf Bedingungen erfüllt ist. Diese Gleichung y gleich k mal x, das ist die allgemeine Gleichung einer Geraden, die den Ursprung enthält und als Steigungsfaktor die Zahl k hat. Jetzt stellen wir noch diese Parabel grafisch dar, da ist sie auch schon. Und da k ständig mit 0 und oder minus 4 verglichen wird, stellen wir die Zahl k zuerst mal auf 0. Wenn der Steigungsfaktor einer Geraden 0 ist, dann bedeutet das, dass die Gerade horizontal ist. Und hier stellen wir fest, dass diese Gerade d Tangent zur Parabel ist, also einen Schnittpunkt mit der Parabel hat. Wenn wir die Zahl k größer als 0 nehmen, dann hat diese Gerade zwei Schnittpunkte mit dieser Parabel. Also sind wir entweder bei Antwort A oder bei Antwort E. Jetzt stellen wir die Zahl k auf minus 4, weil hier die Zahl minus 4 vorkommt. So. Und die Gerade d, die man so erhält, hat als kartesische Gleichung y gleich minus 4 mal x. Und das ist die zweite Gerade, die den 0,0-Punkt enthält und die Tangent zu der Parabel ist. Überprüfen wir das algebraisch. X minus 1 im Quadrat, das ist x Quadrat minus 2x plus 1. Wenn wir diese Funktion ableiten, erhalten wir natürlich 2x minus 2. Und diese Ableitung ausgedrückt bei der Zahl minus 1, Abszisse von diesem Punkt P, ergibt 2 mal minus 1 minus 2, also minus 4. Und daher kennen wir sehr schnell die Gleichung der Tangenten zur Parabel, die diesen Punkt P enthält. Das ist y gleich minus 4x. Das ist genau diese Gerade d. Also ist diese Gerade d für k gleich minus 4 die zweite Tangente zur Parabel, die den Ursprung enthält. Und wenn wir die Zahl k kleiner nehmen als minus 4, so hat die Gerade zwei Schnittpunkte mit der Parabel. Also insgesamt muss k größer gleich 0 sein oder kleiner gleich minus 4 sein. Und demzufolge ist Antwort E die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.